Ich habe meinen Vortrag überschrieben, warum geht es hier nicht weiter? Geduld und andere Herausforderungen. Ich fange mal mit dem Buddha an. Bekanntlich lebte der Buddha vor 2500 Jahren, so im Norden von Indien, und war eigentlich Wandermönch. Er wanderte umher, unterrichtete die Menschen, lebte von Almosen. Und in unserer Zeit ist der Buddha ja relativ beliebt. Ja, jeder hat einen im Buchregal, ja, oder er steht im Vorgarten. Ja, also es gibt keine Ecke, wo der Buddha irgendwie nicht präsent wäre. Aber zu der damaligen Zeit war der Buddha nicht überall beliebt. Einer ganzen Reihe von Leuten gefiel überhaupt nicht, was der Buddha gemacht hat. Er hat nämlich Menschen dazu bewegt, über Leben nachzudenken. Manche haben daraufhin ihre Familien verlassen, sind selber Mönch oder Nonne geworden und haben sich ganz dem spirituellen Leben gewidmet. Der Buddha hat auch das Kastenwesen abgelehnt. Also das damals vorherrschende gesellschaftliche System. Und er hat in jedem Menschen das Potenzial zur Erleuchtung gesehen, unabhängig von der Herkunft und von dem gesellschaftlichen Status. Und viele Begegnungen, die der Buddha hatte, sind uns in den buddhistischen Schriften überliefert. Und ich möchte jetzt eine davon mal, von einer mal berichten. Also der Buddha begegnete einem Mann, möglicherweise war es ein Brahmane, und dieser Mann war ihm aus irgendeinem Grund nicht wohlgesonnen. Und bei dieser Gelegenheit der Begegnung begann der Mann nun, den Buddha zu beschimpfen. Er hat ihm alle möglichen Worte lautstark an den Kopf geworfen, aber der Buddha entgegnet überhaupt nichts. Er stand da und wartete geduldig, bis der Mann aufhörte. Nach 5 Minuten ununterbrochenen Schimpfens gab der Mann endlich Ruhe, war ein bisschen außer Atem. Und der Buddha fragte ihn nur, ist das alles? Der Mann war ein wenig verblüfft und sagte, ja, das ist alles. Daraufhin sprach der Buddha, lass mir dir jetzt eine Frage stellen. Angenommen, du hast einen Freund, der dir eines Tages ein Geschenk macht. Wenn du es nicht annimmst, wem gehört es dann? Der Mann sagte, wenn ich es nicht annehme, dann gehört es der Person, die es mir geben wollte. Der Buddha erwiderte, du hast nun versucht, mir diese Beschimpfung zu einem Geschenk zu machen. Ich lehne es ab, dieses Geschenk anzunehmen. Nimm es, es gehört dir. Ich denke, die wenigsten von uns werden mit Beschimpfungen so umgehen. Ich mache es jedenfalls nicht. Ja? Und unsere Geduld wird im Alltag manchmal auf wesentlich einfachere Art und Weise und auf weniger problematische Situationen herausgefordert. Ja? Mir geht das immer so, wenn ich morgens das Radio anmache oder im Auto das Radio anmache. Meistens dann zur vollen Stunde oder zur halben Stunde, dann geht's los. Hier sind die Verkehrsdurchsagen. Wir sagen nur die Staus ab 8 Kilometer lang, Kilometer Länge an. Und auf der A3 zwischen Breitscheid und Oberhausen sind 12 Kilometer und 40 Minuten wird's länger dauernd. Und ich sage Dankeschön, das weiß ich schon, ich stehe da nämlich drin. Oder beim Einkaufen an der Supermarktkasse, wer kennt das nicht? Wird doch langsam mal Zeit, dass eine weitere Kasse aufgemacht wird. Und wenn man die Menschen dann beobachtet, dann sieht man die Spannung in den Gesichtern. Lege ich die Ware jetzt noch auf das Band oder vielleicht ist es doch die Nebenkasse, die gleich aufgeht und dann bin ich 5 Minuten schneller. Also höchste Konzentration in solchen Situationen. Also in relativ vielen Alltagssituationen wird unsere Geduld auf die Probe gestellt. Und die Gründe, warum wir ungeduldig werden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben vielleicht keine Lust, das zu tun, was wir gerade tun müssen. Oder wir sind mit dem, was wir gerade tun, unzufrieden. Es klappt nicht so, wie wir das gerne hätten. Ja, wir sind unzufrieden mit den eigenen Fähigkeiten. Ja, wir lernen vielleicht gerade ein Musikinstrument und zum 27. Mal übe ich das Stück und es klappt immer noch nicht. Ja, funktioniert immer noch nicht. Und dann gebe ich es doch auf. Ich habe vielleicht auch eine falsche Erwartungshaltung. Ich habe vielleicht die Angst, die Zeit nicht zu nutzen. Ich habe die Angst, etwas zu verpassen. Oder manchmal fühle ich mich nicht wichtig genommen in einer bestimmten Situation. Man sitzt im Restaurant, man sitzt, man wartet.
keine Bedienung in Sicht. Die ignorieren mich. Die wollen mich nicht bedienen. Ich bin nicht richtig angezogen. Und schon werden wir ungeduldig. Und was dann in der Regel aus Ungeduld heraus entsteht, ist Ärger. Wir ärgern uns, weil die Situation nicht so ist, wie wir sie gerne hätten. Und im Buddhismus ist Ärger ein Geisteszustand, in dem man unfähig ist, eine Person, einen Gegenstand oder eine Situation oder vielleicht sogar eine Idee zu ertragen. Und aus Ärger entstehen Feindseligkeit, wir werden frustriert, wir werden gereizt, wir neigen zu Gehässigkeit, zu Streitlust, es entsteht Groll, Hass, Wut und Zorn. Und wenn man Ärger spürt, merkt man, dass es ein unangenehmer, ein unheilsamer und auch ein schmerzhafter Geisteszustand ist. Und was ich so festgestellt habe, wenn ich mich ärgere, meistens richtet sich der Ärger gegen mich selbst. Die anderen kriegen das meistens gar nicht mit. Ich bin meistens mit dem Ärger allein. Der Autofahrer, der falsch abgebogen ist, der schon lange weg, während ich mich ärgere. Ich sitze in meinem eigenen Auto und der bekommt überhaupt nicht mit, dass ich mich jetzt ärgere. Ärger ist oft unsichtbar. Ärger kostet auf der einen Seite Energie. So, wenn ich mich geärgert habe, bin ich in der Regel geschafft danach, wenn ich mich so richtig aufgeregt habe. Und manchmal bringt Ärger Energie in Fluss. Man ist eigentlich müde und abgeschlafft und dann passiert irgendwas, man ärgert sich und ist plötzlich hellwach. Und es gibt einen buddhistischen Text, das Bodhicaryavatara, ist eine Schrift aus dem 8. Jahrhundert von Shantideva, einem indischen Buddhisten. Und in dem Text wird der Weg in Richtung Erleuchtung beschrieben, wie man sich verhalten, wie man sich üben sollte, wenn man Erleuchtung erlangen möchte. Und ein ganzes Kapitel in diesem Text, in dem Bodhicaryavatara, widmet Shantideva dem Thema Ärger und Geduld. Er schreibt zum Beispiel, das Denken kommt nicht zur Ruhe, gewinnt nicht die Lust der Freude, es findet nicht Schlaf noch Beständigkeit, wenn der Stachel des Hasses im Herzen sitzt. Den durch seinen Hass unerträglichen Herrn wollen selbst die vernichten, die er durch Güter oder Ehrungen hochhält und die seinen Schutz gesucht haben. Selbst Freunde fürchten den Ärgerlichen. Er gibt, aber man ist ihm nicht nahe. Kurz, es gibt nichts, was einen Zornigen glücklich machen kann. Und das Gegenmittel zur Überwindung von Ärger ist Geduld. Und der buddhistische Begriff dafür ist Kshanti. Und Kshanti ist ein Begriff, der in seiner Bedeutung nicht wirklich mit einem Wort zu fassen ist. Es gibt kein Äquivalent sozusagen in unserer Sprache. Was Geduld oder Geduld stellt einen Aspekt von Kshanti dar. Dazu gehört auch Toleranz, Offenheit, Nachsicht, die Fähigkeit zur Vergebung. Und Kshanti ist das genaue Gegenteil von Hass, von Ärger und dem Wunsch nach Vergeltung und Rache. Und wenn wir Kshanti, also Geduld, üben, dann können wir Ärger und Hass in Mitgefühl transformieren. Kshanti ist dabei nicht eine passive Haltung. Man weicht, wenn man Geduld übt, dem Unangenehmen nicht aus. Es bedeutet vielmehr, sich diesem Unangenehmen zu stellen. Und es ist Arbeit am eigenen Geist. Und diese Arbeit am eigenen Geist benötigt Energie und auch eine positive Grundhaltung. Da komme ich noch darauf zu sprechen. Und man muss sich klar machen, dass Ärger aufgrund von Bedingungen entsteht. Wir machen den Ärger nicht. Shantideva sagt, der Mensch denkt nicht, ich will zornig sein und ist zornig aus eigenem Willen. Und auch der Zorn denkt nicht, ich will entstehen und entsteht. Also sind letztendlich Bedingungen in unserem Geist, die für die Entstehung von Ärger und Zorn verantwortlich sind. Und indem wir Kshanti üben, ändern wir die Bedingungen und mit der Zeit werden wir hoffentlich weniger ärgerlich. Aber wir müssen mit uns Geduld haben. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und die Arbeit am Geist ist sozusagen die Lebensaufgabe aller Buddhistinnen und Buddhisten. Das ist unsere vorrangige Arbeit, die wir versuchen zu leisten. An unserem eigenen Geist zu arbeiten und unseren eigenen Geist zu transformieren.
Denn wie es im Dhammapada einer anderen buddhistischen Schrift heißt, alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit unreinem Geist, handle mit unreinem Geist und Leiden wird dir folgen, wie das Rad dem Fuß folgt, der den Wagen zieht. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit reinem Geist, handle mit reinem Geist und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt und nicht weicht. Also heute Abend werde ich über Kshanti sprechen, über Geduld, Toleranz und über Offenheit und Empfänglichkeit. Fangen wir mit Geduld an. Es gibt unterschiedliche Objekte, denen man gegenüber Geduld üben kann. Da haben wir zunächst die Natur und äußere Umstände. Weil wenn wir Geduld mit einfachen Dingen üben, bereiten wir uns vor, auch in schwierigen Situationen Geduld zu üben. Und Shantideva sagt, es gibt nichts, was Übung nicht meistern könnte. Durch die Übung im kleinen Leiden werden wir auch das große Leiden alltäglich machen. Und das, womit wir am häufigsten ungeduldig sind, ist das Wetter. Weil es ist in der Regel nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir fahren in Urlaub und wir erwarten natürlich, dass alles auf Sonne einstellt. Das ist gerade, wenn wir in den Süden fahren. Und dann regnet es und der ganze Urlaub ist verdorben, weil das Wetter nicht unsere Erwartung erfüllt. Ich erinnere mich daran, das ist schon viele Jahre her, da haben wir einen Urlaub auf der Insel Kreta verbracht. Und wir sind natürlich als Touristen dahin gefahren, damit die Sonne scheint und wir die Sonne genießen können. Und eines Morgens kommen wir aus dem Hotel, dunkle Wolken am Himmel und der erste Tropfen fällt. Und dann der zweite. Und dann ist etwas passiert, was ich erst gar nicht verstanden habe. Das ganze Hotelpersonal rannte auf die Straße. Und je mehr es anfing zu regnen, desto mehr haben die getanzt. Dann kamen aus den anderen Häusern die Leute auf die Straße und tanzten. Und wir haben uns angeguckt, meine Frau und ich, was ist hier los? Und im Nachgang haben wir dann nachgefragt und die Dame an der Rezeption hat uns dann erklärt, ja, das ist der erste Regen, der seit 14 Monaten gefallen ist. Also so kann man mit dem Wetter auch umgehen. Und dann haben wir auch verstanden, warum sich die Menschen gefreut haben an der Stelle. Geduld üben können wir. Wer ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier? Wer fährt mit Bus und Bahn? Das ist ein gutes Feld, um Geduld zu üben. Weil wir haben ja schon mal Verspätung. Ja. Sollte ja schon mal vorkommen. Ja. Und was ich so festgestellt habe, ich fahre häufig mit dem Zug. Also wenn ich weiter weg muss, fahre ich lieber mit dem Zug als mit dem Auto. Und dann dauert das auch schon mal mehrere Stunden. Und auch da gibt es Verspätung. Und das ist ganz gut, ein Buch dabei zu haben. Am besten ein spannendes Buch. Weil dann ist es nicht mehr so wichtig, wie lange das dauert. Ja, ich habe mich manchmal schon dabei ertappt. Ich habe ein neues Buch angefangen, sehr interessant, sehr spannend. Ich lese das und auf einmal ist meine Station schon da. Sind die 2 Stunden schon rum? Und dann dachte ich, nein, ich wollte dann eigentlich noch weiterlesen. Ja. Geht aber jetzt nicht. Ja. So was Ähnliches passiert beim Autofahren. Ich fahre regelmäßig von Essen nach Dortmund, weil ich dort arbeite, über die A40. Mittlerweile hat es sich etwas entspannt, so über die ganzen Jahre war es ja auf eine Staustrecke mit den ganzen Baustellen, die es dort gab. Und irgendwann habe ich angefangen, Hörbücher zu hören, auf dem Weg zur Arbeit. Und da war mir der Stau eigentlich egal, weil es war spannend, man konnte dem zuhören, witzig, je nachdem, was für ein Thema man hatte. Ich habe Vorträge gehört, so von mein Lehrer zum Beispiel auf dem Weg und dann spielte es überhaupt keine Rolle mehr, ob da ein Stau auf der Straße war oder nicht. Auch da hatte ich das Erlebnis, dass ich gesagt habe, warum bin ich denn jetzt schon da? Ich könnte noch den Abschnitt zu Ende hören. Vom Einkaufen habe ich schon gesprochen. Was mir manchmal so passiert, ich komme zum Bäcker, möchte mir ein bestimmtes Brötchen holen, das ist mir heute Morgen passiert, ein Brötchen, belegtes Brötchen, ein Mohnbrötchen mit
Käse. Und dann sagte die Dame bedient, ja, das ist nur, wir haben nur diese doppelt belegt. Also da ist dann Käse und Wurst gleichzeitig drauf. Aber ich tut mir leid. Also. Da habe ich mich erstmal, war ich erstmal ärgerlich so, weil ich habe mein Brötchen dann nicht gekriegt, bis ich gedacht habe, Moment, stopp. Das ist also der Vorteil, wenn man sich so mit Vorträgen, im Rahmen von Vorträgen mit Themen beschäftigt, ist das nicht die richtige Reaktion. Also bis ich freundlich, habe ich ein anderes Brötchen ausgesucht und habe mir dann eins gemacht. Also solche kleinen Situationen kann man auch zum Geduld üben. Wir haben im Leben viele unangenehme Situationen und Schwierigkeiten. Und wenn wir uns klar machen, können wir die ändern oder können wir sie nicht ändern? Und wenn wir sie nicht ändern können, brauchen wir auch nicht unbedingt ungeduldig sein oder ärgerlich über die Situation. Und wir können darauf vertrauen, dass Situationen sich auch wieder ändern. Also wenn es regnet, die Sonne wird auch wieder scheinen. Das zweite Thema, gegenüber dem man Geduld üben kann, sind wir selbst. Geduld mit uns selber zu haben. Da ist zunächst mal der eigene Körper, Geduld mit dem eigenen Körper zu haben. Zu sehen, dass wir begrenzte Fähigkeiten haben. Dass wir nicht alles können. Wir möchten viele Dinge können, aber bestimmte Dinge können wir nicht. Wenn ich 1,50 groß bin, wird es schwierig, Basketballstar zu werden. Das funktioniert in der Regel aufgrund der körperlichen Dinge. Aber die Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Geschicklichkeiten, unterschiedliche Anlagen und danach richtet sich, was die Menschen können und was sie nicht können. Und wenn man bestimmte Dinge nicht kann, dann braucht man damit eigentlich auch nicht hadern. Zum Körper gehört auch das Altern. Also, dass wir mit dem Alter nicht hadern und da geduldig mit uns sind. Es ist nicht so leicht anzuerkennen, dass man älter wird, obwohl es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Aber ganze Industriezweige und Branchen leben davon, dass man dem entgegenarbeiten möchte, dem Alter. Wir müssen einfach anerkennen, dass wir eingeschränkter werden in unserer Leistungsfähigkeit, wenn wir älter werden. Ich kann mich daran erinnern, ich bin früher Rennrad gefahren und bin dann auch immer in so ein paar Trainingslager gefahren und da waren alle Altersklassen und da gab es unterschiedliche Gruppen, von der Race-Gruppe, also die ganz schnellen, bis zu der Cappuccino-Gruppe. Ja? Also die einen sind dann 150 Kilometer die gefahren und die anderen 30 in der gleichen Zeit. Ja. Bei der Cappuccino-Gruppe war eben mehr Kuchen dabei. Aber was mir dann so aufgefallen ist, ich war dann so um die 30, als ich da Rennrad gefahren bin, es gab so manche, die jetzt so in meinem, wo ich jetzt bin, also über 50, in dem Alter waren und die haben dann mit aller Gewalt versucht, in der Racing-Gruppe bei den 20-Jährigen mitzufahren. Die waren nach einem Drittel der Strecke waren die völlig fertig. Die konnten nicht einsehen, dass sie altersgemäß nicht mehr mit den Jungen mithalten können. Ja? Ich kann mich ein anderes Trainingslager, da war in dem gleichen Hotel, wo wir waren, war die deutsche Jugend-Rennrad-Nationalmannschaft. Die trainierten da. Und das war auf Mallorca und da gibt es einen Berg, der heißt Ronda. Da gibt es ziemlich viele Serpentinen, die da raufführen, mit sehr starken Steigungen. Und in der Zeit, in der ich da hochgefahren bin, waren die jungen Leute dreimal rauf und runter. Also ich habe mir das nicht zugetraut. Und ich war damals noch keine 50. Ich war erst 32 oder 33 oder so. Aber mit einem 20-Jährigen konnte ich da nicht mithalten, der vor dem Training stand. Also Alter bringt Einschränkungen mit sich. Ein weiteres Thema für Geduld mit sich selbst ist das Thema Krankheit. Wenn wir krank sind. Also, dass wir Geduld haben mit den Heilungsprozessen. So, wenn man jung ist, dann meint man, ich bin ein bisschen erkältet, das bisschen Grippe ist ja nicht so schlimm, ich gehe mal zur Arbeit, habe ich früher auch gemacht. Man hat meinem Körper eigentlich nicht die Ruhe gegönnt, die er braucht, um wieder so völlig gesund zu werden. Heute mache ich das nicht mehr, heute nehme ich mir die Zeit. Dazu gehört auch, dass wir Krankheiten nicht akzeptieren, dass wir mit Krankheiten hadern. Dass wir ablehnen, dass wir krank sind, dass wir bestimmte Erkrankungen in uns tragen. Und die Medizin weiß heute, dass das schlechtere Heilungschancen bedeutet, wenn wir nicht akzeptieren, dass wir eine bestimmte Krankheit haben. Manche Menschen lehnen es ab, Hilfe anzunehmen, weil sie nicht erkennen möchten oder verdrängen, dass sie Hilfe brauchen. Krankheit gehört einfach zum Leben dazu. Wir haben einen biologischen Körper und im biologischen Körper passieren nochmal
Fehler und die führen dann zu Krankheiten. Da muss man einfach Geduld mit sich haben. Und ein Thema, was nicht so ganz offensichtlich ist, wenn man über Geduld nachdenkt, ist das Thema Tod. Aber es gehört auch mit dazu. Zu akzeptieren, dass wir vergänglich sind, dass wir nicht ewig auf dieser Welt sind, dass wir eines Tages sterben werden. Und Geduld in dem Zusammenhang bedeutet, dass wir am Lebensende akzeptieren, dass das so ist, dass wir das annehmen und uns auch darauf vorbereiten. Auch im Sterbeprozess gibt es eine Phase, wo man sich dagegen wehrt, dass man das nicht annehmen kann, dass das Leben jetzt tatsächlich zu Ende geht. Aber ich sehe meine buddhistische Praxis auch dazu, mich auf meinen eigenen Tod vorzubereiten, dass ich also in einem positiven Geisteszustand meinen eigenen Tod annehmen kann. Ich weiß nicht, ob das so sein wird, weil ich nicht weiß, wie ich sterben werde. Ja? Stellt sich das immer so vor, man liegt im Bett und schwindet dann so langsam, das muss aber nicht sein. Ja, ich kann auch morgen ins Auto steigen und am Ende nicht mehr aussteigen. Das wissen wir nicht. Deshalb ist es mir so wichtig, an meinem eigenen Geisteszustand zu arbeiten, weil ich eben den Zeitpunkt meines eigenen Todes nicht kenne. Ein weiterer Aspekt von Geduld gegenüber uns selbst ist das Thema Durchhaltevermögen, so habe ich das mal genannt. Ja, Durchhaltevermögen. Das Durchhaltevermögen bedeutet ja, bei einer Sache zu bleiben. Und was mir hier, ich unterrichte hier im buddhistischen Zentrum ja auch Meditation, was mir manchmal passiert, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich kann nicht meditieren. Entweder, weil sie das Gefühl haben, sie finden nicht die Sammlung, die Ruhe, oder sie hatten mal außergewöhnliche Meditationserfahrungen, besonders ruhige Geisteszustände, und machen das zum Maßstab. Machen das zum Maßstab, was eine gute Meditation ist. Und wenn sie diesen Zustand nicht wieder erreichen, sagen sie, ich kann nicht meditieren. Ja. Dabei ist es nur eine Erfahrung. Und wenn man aus einer Erfahrung eine Erwartung macht, bekommt man eigentlich Probleme, weil man dann meint, man könnte etwas nicht, was man doch kann. Der Maßstab ist einfach nicht der richtige, weil jede Meditation hat einen Effekt. Vielleicht haben wir auch in unserem spirituellen Leben Erwartungen, wie wir Fortschritte machen, wie wir freundlicher werden, wie wir gelassener werden. Und dann stellen wir hin und wieder fest, in der Situation funktioniert, in der Situation funktioniert es nicht. Oder man meditiert schon viele, viele Jahre und dann sitzt man sich hin auf das Kissen jeden Morgen und keine Meditation will in irgendeiner Weise Tiefe bekommen. Ja, man sitzt da, als würde man das vielleicht das erste Mal machen. Warum mache ich das denn schon so lange? Da kann man so ein bisschen an dem eigenen Können zweifeln. Aber da ist es wichtig, einfach dabei zu bleiben und sich klar zu machen, dass Schwierigkeiten und Probleme einfach auftreten können auf dem Weg. Und im spirituellen Leben geht es nicht um Wellness. Es geht im spirituellen Leben nicht darum, dass es uns immer gut geht und dass wir uns immer wohlfühlen. Und ich habe manchmal den Eindruck, heute ist die Toleranzschwelle für das Unwohlsein relativ niedrig. Sobald irgendetwas unangenehm wird, versuchen wir dem auszuweichen und können nicht mal 2 Minuten mit dem Unangenehmen einfach sein. Weil unangenehme Erfahrungen und unangenehme Geisteszustände sind ja nicht notwendigerweise schlecht. Beispielsweise, wenn wir uns schämen, etwas getan zu haben. Wenn wir uns bei jemandem entschuldigen wollen, weil wir einen Fehler gemacht haben. Der Zustand, in dem wir dann sind, ist nicht angenehm. Wenn ich mich schäme oder wenn ich mich jetzt überwinden muss, mich zu entschuldigen, mir eingestehen muss, dass es nicht so gut war, was ich gerade getan habe, ich fühle mich da in der Situation nicht sehr angenehm. Das ist kein angenehmer Zustand. Dennoch ist es was Positives, weil ich etwas eingesehen habe. Das ist ein
ein positiver Geisteszustand, wenn man so will, auch wenn er sich nicht angenehm anfühlt. Also diese unangenehmen Erfahrungen kann man nutzen. Allerdings möchte ich betonen, dass unangenehme Erfahrungen und Leid nicht notwendigerweise immer hilfreich sind. Man muss nicht das Leid suchen, um im spirituellen Leben weiterzukommen. Das Leid kommt von alleine. Ja. Manchmal gibt es so die Vorstellung, je mehr ich leide, desto besser ist das für mein spirituelles Wachstum. Dem würde ich widersprechen. Auch positive und angenehme Zustände können zu spirituellem Wachstum führen, wenn ich entsprechend inspiriert bin. Es kommt immer darauf an, wie ich in der jeweiligen Situation mit dem entsprechenden Zustand in mir umgehe. Das ist, um was es geht. Das kann was Unangenehmes oder was Angenehmes sein. Ja. Und im Leben brauchen wir einfach Ausdauer. Im Leben allgemein, im spirituellen Leben im Besonderen. Und da hilft eine positive Haltung. Ich bin ja so ein positiv denkender Mensch. Hilft eine positive Haltung. Wir können uns nämlich unterstellen, wir schaffen das. Ja? Wenn wir mit der Haltung da rangehen, wir schaffen das, ist das eine positive Herangehensweise, als wenn ich sage, ich kann das sowieso nicht. Und das hilft sozusagen beim Durchhalten. Der andere Punkt zum Thema Geduld ist Geduld gegenüber anderen Menschen. Geduld zu üben gegenüber anderen Menschen. Das ist zunächst mal, was ich mit Nachsicht überschrieben habe. Vielleicht anzuerkennen, dass andere Menschen langsamer sind als wir selber. Entweder aus Altersgründen oder weil sie eben nicht besser können. Dass die Sinne vielleicht eingeschränkt sind, dass Menschen nicht so gut sehen oder nicht so gut hören können. Ja. Ich finde das manchmal sogar sehr berührend, wenn ich so im Supermarkt an der Kasse stehe, in der Schlange und warte da, und da ist eine ältere Dame zum Beispiel, die ein bisschen braucht, bis sie bezahlt hat. Dann denke ich, die Dame ist mit ihren vielleicht geschätzten 80 Jahren plus noch in der Lage, sich selbst zu versorgen. Wer weiß, ob ich das mit 80 noch bin. Sie braucht das alles etwas langsamer, aber sie kann das noch. Und dann fällt es mir natürlich auch leichter zu warten. Wenn Menschen irgendwo fremd sind, und wir sind alle irgendwo auch mal Fremde, dann muss man auch mit Fremden nachsichtig sein, weil sie entweder die Sprache nicht sprechen. Ja, so in meiner Sturm- und Drangzeit in Frankreich war, ich spreche nicht Französisch, da fand ich das sehr nett, dass die Menschen sehr nachsichtig mit mir waren, ja, und mit mir umgegangen sind und ich vom Zeltplatz zum Bäcker gehen konnte und da was einkaufen konnte, obwohl ich mich nur sehr schwer verständigen konnte. So nette Erlebnisse, wo die Dame mir dann die französischen Zahlen beibringt, indem sie die Croissants mir vorzählt. Beispielsweise. Oder wenn sich Menschen im Verkehr nicht auskennen, in der Stadt nicht auskennen, ja, vielleicht langsamer fahren, weil sie gerade mal eine Abbiegung suchen, ja. Oder auch vielleicht die Schilder gar nicht lesen können. Ich war mal in Japan und auch in Tokio. Und in Tokio gibt es zwar verschiedene Schriften auch auf den Straßenschildern, aber es ist trotzdem sehr verwirrend, wenn man da irgendwo hin will und man findet das auch. Also sehr schwer, das zu finden. Und in den Hotels gibt es so Stadtpläne. Auf der einen Seite ist Tokio-Stadtplan mit englischer Sprache gedruckt und auf der anderen Seite japanisch. Und die Touristen können dann so, wenn sie nicht japanisch können, die englische Seite und die Japaner die andere lesen. Und irgendwie habe ich da nach dem Weg gefragt und ich kam da irgendwie nicht mit ihm klar, mit dem Herrn. Dann hat der Herr mich kurzerhand an die Hand genommen und hat gesagt, ich bringe dich jetzt dahin. Und dann ist er mit mir, wir wollen so einen Tempel besuchen, dann ist er mit mir dahin gegangen, hat mich da an den Tempel abgeliefert und hat dann auch Wiedersehen gesagt und ist wieder gegangen. Fand ich sehr nett und sehr beruhigend, dass es solche Menschen gibt. Es ist auch hilfreich, sich klarzumachen, dass niemand perfekt ist. Wir regen uns so schnell über Unzulänglichkeiten bei anderen Menschen auf und sehen vielleicht die Unzulänglichkeiten bei uns nicht.
Der vielleicht etwas schwierige Punkt bei Geduld gegenüber anderen Menschen ist das Thema Vergebung. Das gehört auch dazu. Sieh, wie er mich beschimpft und geschlagen hat, wie er mich niedergeworfen hat und beraubt. Halte solche Gedanken fest und dein Hass kommt nie zur Ruhe. Sieh, wie er mich beschimpft und geschlagen hat, wie er mich niedergeworfen hat und beraubt. Lass solche Gedanken los und dein Hass kommt bald zur Ruhe. Warum sollen wir vergeben? Warum tun wir das? Wenn wir nicht vergeben können, ist das eine Last, die wir immer mit uns rumtragen. Wir können nicht wirklich glücklich werden, wenn der Groll in uns ist. Und wir neigen dazu, den Groll zu füttern. Wir haben so einen inneren Richter, der uns dann erklärt, warum es richtig ist, dass wir zornig sind auf die bestimmte Person, die uns das angetan hat. Wir fühlen uns ungerecht behandelt. Es widerstrebt unserem Gerechtigkeitssinn. Und wir können uns stundenlang damit beschäftigen, zu begründen, warum unsere Sicht auf die Dinge die richtige ist. Und Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre können wir den Groll immer wieder nähren. Und das ist ein sehr unangenehmer Zustand, wenn der Groll dann immer wieder auftaucht. Und ich empfinde es als schmerzhaft, wenn ich sehen kann, dass ich das nicht loslassen kann. Dass mein innerer Richter immer sagt, ja, du hast ja recht. Wir müssen uns vielleicht klar machen, dass Vergeben nicht gleichbedeutend ist mit Vergessen. Man muss das, was geschehen ist, nicht vergessen, aber man kann es trotzdem vergeben. Auch das hat für mich mit der Vorbereitung auf den eigenen Tod zu tun, weil das mit zur Erklärung von offenen Angelegenheiten gehört. Dass wir alle Dinge, die uns belasten, loslassen. Und auch der Groll ist etwas, der sich in vielen Fällen nur in uns abspielt. Manchmal ist sich die andere Person gar nicht bewusst, dass sie uns so verletzt hat, dass wir Tage, Wochen, Monate oder Jahre lang grollen. Und unabhängig davon, ob diese Person das weiß, dass sie uns verletzt hat oder nicht, bedeutet Vergeben immer eine Veränderung der eigenen Haltung. Weil das ist etwas, was wir verändern können. Wir können die andere Person nicht verändern, aber wir können unsere eigene Haltung verändern. Wir können verändern, wie wir mit der Situation umgehen. Und es gibt viele Menschen, denen in unserem Umfeld, denen wir vergeben können. Feinden, ganz klassisch, haben die meisten Menschen im Alltag weniger wirkliche Feinde. Aber auch in Freundschaften muss man vergeben können. Freundschaften sind nicht immer harmonisch. Aber Vergebung hilft, eine Freundschaft zu pflegen. Gerade wenn es in Bereiche von so Partnerschaften und Beziehungen geht. Oder wenn diese Beziehungen dann mal auseinandergehen, dann werden diese ganzen Begebenheiten, die sich im Laufe der Beziehung angehäuft haben, die werden dann wieder hervorgeholt. Und vielleicht bei dem einen Partner schon vergessen. Aber das führt dann zu explosionsartigen Trennungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann dann eben Rosenkrieg enden, wie das so heißt. Und wenn man rechtzeitig vergibt, dann kommt es nicht zu diesen Anhäufungen. Eltern, die Beziehung zwischen Kindern und Eltern sind oft schwierig. Da kann man auch mal hingucken, ist da was, was es zu vergeben gilt. Kann man nicht loslassen, was in der Kindheit mal passiert ist? Oder in der Jugend? Im kollegialen Umfeld. In Vorbereitung dieses Vortrags ist mir klar geworden, dass ich in meinem Arbeitsbereich noch eine Baustelle habe. Ich hatte so den einen oder anderen Konflikt mit meinem Chef, der jetzt schon lange nicht mehr mein Chef ist.
der auch schon lange weg ist, dem ich auch keinen Kontakt mehr habe. Aber trotzdem habe ich gemerkt, nee, da ist noch was. Und da muss ich dran arbeiten, diesen Groll loszulassen und das zu überwinden. Und wir müssen auch lernen, uns selbst zu vergeben. Also unsere Unzulänglichkeiten anzuerkennen. Und egal, wem wir vergeben, wir machen es, wenn wir was tun, von Herzen und vollständig. Also nicht nur so ein Ausschnitt. Also diesen Teil vergebe ich, aber diese kleine Ecke, die hebe ich mir noch auf, für alle Fälle. Ja? Sondern von Herzen und vollständig. Wenn es geht, das direkt ansprechen. Im persönlichen Gespräch. Das funktioniert nicht immer, aus verschiedenen Umständen. Man kann auch einen Brief schreiben. Ja? Man kann auch ein Ritual machen. Beispielsweise. Und zum Beispiel, wenn derjenige, dem ich vergeben möchte, schon gestorben ist. Das kann manchmal bei Eltern der Fall sein. Dann kann man das über ein Ritual machen. Ich kann auch mit einem Freund drüber sprechen. Aber unsere innere Haltung für die Vergebung, die muss dann da sein. Man kann das nicht diktieren. Wir müssen dazu bereit sein. Und wenn wir dazu bereit sind, dann vergeben wir so schnell wie möglich. Also nicht noch weiter aufschieben. Es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass wir jemanden verletzt haben. Dass wir jemanden etwas angetan haben. Dann gehört dazu, um Vergebung zu bitten. Das anzusprechen. Und das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer leicht. Sich zu entschuldigen ist nicht immer leicht, weil das gegen den eigenen Stolz geht. So ein bisschen. Zuzulassen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und ich erinnere mich an einen Konflikt, der hat auch viele Jahre angehalten, weil wir immer wieder aneinander geraten sind. Und da war sicherlich Verletzung so, ich habe immer gedacht, die Verletzung kommt von der Person gegen mich. Und dann war ich auf einer Meditationszeit. Wir haben viel meditiert, viel um Metta-Bhavana gemacht, also es ging viel um Wohlwollen, um liebevolle Güte. Und irgendwann, in einer Meditation, da kann ich mich sehr genau noch dran erinnern, habe ich auf einmal meinen eigenen Anteil an dem Konflikt gesehen. Meinen eigenen Anteil. Und das war sehr schmerzhaft, weil das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht sehen. Aber ich habe es gesehen, es ließ sich nicht vermeiden, es war auf einmal da. Es hatte den Effekt, dass ich dann, als ich aus dem Retreat wieder zurückkam, mich mit der Person getroffen habe und wir haben darüber gesprochen. Und es hat dich dazu geführt, dass wir uns unbedingt mögen. Ja, wir sind zu unterschiedlichem Charakter. Und das bedeutet ja auch nicht, man muss ja nicht den Anspruch haben, jeden zu mögen. Aber wir kommen auf einer sehr kollegialen Ebene miteinander klar. Und dieser Groll und alles, was da war, ist nicht mehr da. Dass wir nicht unbedingt alle Menschen mögen, bringt uns jetzt zu dem anderen Aspekt von Shanti, nämlich zu Toleranz. Atna Ghosha ist ein Ordensmitglied, ein langjähriges aus England, der hat es genannt, die Kunst unterschiedlicher Meinung zu sein. The Art, the Art to Disagree hat er es genannt. Weil Toleranz heißt einfach anzuerkennen, dass andere Menschen andere Ansichten, Werte, Empfindungen und Normen haben als wir. Das ist eigentlich Toleranz. Und Toleranz wird ja nicht notwendigerweise in der Gesellschaft als Tugend angesehen. Manchmal wird sogar als Schwäche ausgelegt. Und ich glaube, da ist ein Denkfehler drin, wenn man das tut, weil man dann nämlich annimmt, dass wenn ich etwas toleriere, ich dem auch zustimme. Und das ist nicht so. Also Toleranz bedeutet nicht, dass ich das auch richtig und gut finde. Ich komme da gleich noch drauf. Vielleicht wird es klarer, wenn man sich überlegt, was Intoleranz eigentlich bedeutet. Weil Intoleranz ist nämlich das genaue Gegenteil. Und es bedeutet,
andere dazu zu bringen, unsere Ansichten zu teilen und wenn sie das nicht tun, sie quasi auszustoßen aus der Gesellschaft. Das ist ja eigentlich Intoleranz. Und wenn wir uns so die Geschichte angucken und die Lebensbereiche, auf denen sich unsere Ansichten tummeln, dann stellen wir fest, dass Toleranz und Intoleranz auf allen möglichen Gebieten sichtbar ist. Religion, Politik, Kunst, Philosophie, Wirtschaft, Ökologie, Lebensstile, sexuelle Orientierung, kulturelle Unterschiede, Persönlichkeiten, Temperamente, Kleidung, Rasse, Hautfarbe, all diese Dinge geben Anlass für Toleranz oder eben Intoleranz. Jeder kennt die Geschichte der Rassentrennung in Südafrika und die Menschheitsgeschichte ist voll von Verfolgung, Religionskriegen und ähnlichen Dingen. Politische Systeme sind eine Bühne für solche Auseinandersetzungen, die von Toleranz und Intoleranz gespeist werden. Ich denke, das kann man im Moment gerade an der aktuellen Thematik Flüchtlingskrise, wie das so bezeichnet wird, ganz gut erkennen. Oder an der Angst, die vor dem Islam beispielsweise im Moment weit verbreitet ist. Also ich selbst bin sehr froh, dass wir in einem Land leben, wo Religionsfreiheit herrscht. Weil sonst könnte ich hier nicht stehen. Ich könnte hier nicht stehen und könnte nicht zu Ihnen sprechen. Als Buddhist könnte ich irgendwo im Keller machen, ganz geheim vielleicht, im Untergrund. Aber ich darf das. Ich darf mich zu meinem Buddhistsein bekennen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, es ist durchaus vorstellbar, dass in bestimmten Systemen der Buddhismus verboten würde. Also Religionsfreiheit ist de facto Ausdruck von Toleranz in einer Gesellschaft. Und Toleranz sein bedeutet, dass man sich seiner eigenen Sicht klar ist. Also ich bin überzeugter Buddhist, deshalb kann ich jede andere Religion, jeder Mensch, der eine andere Religion hat, wunderbar anerkennen. Weil Intoleranz eigentlich eine Schwäche ist. Und es ist die Schwäche an der eigenen Überzeugung. Wenn ich nicht wirklich überzeugt bin, dann muss ich mich mit anderen zusammentun, um meine Sicht der Dinge zu stärken. Und das funktioniert am besten, wenn ich andere ausgrenze. Ich kann tolerant sein, wenn ich eine klare Sicht der Dinge habe, so wie ich sie sehe. Dann kann ich gegenüber anderen toleranter sein. Und wenn wir intolerant sind und wenn wir ehrlich sind, dann begeben wir uns ja letztendlich auf das Niveau derjenigen, die anderen ihre Sicht der Dinge auf die Welt aufzwingen wollen. Und man kann auch aus einer positiven Grundhaltung, so möchte ich das mal nennen, intolerant sein. Wir in unserer Bewegung legen sehr viel Wert auf Vegetarismus. Ja, als Ausdruck von Mitgefühl. Ich habe trotzdem ein Problem damit. Ich bin Vegetarier schon seit vielen Jahren. Wenn ich Menschen begegne, die mit Gewalt versuchen, andere Menschen zum Vegetarismus zu bewegen. Ja, die das, um das mal vorsichtig auszudrücken, sehr militant dann auch versuchen. Ja, ich bin deswegen Vegetarier, weil ich das Leid bei den Tieren verhindern möchte, weil ich das nicht unterstützen möchte. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn Menschen, die in dieser Hinsicht eine ähnliche Sicht haben, dann Anwesen anzünden zum Beispiel und Gewalt gegen solche Einrichtungen dann verüben, weil das ist nicht der richtige Weg. Es gibt sicherlich im Bereich der Toleranz viele Extremsituationen, wo man lange darüber diskutieren kann und ob das jetzt zu tolerieren ist oder nicht, aber wenn wir ehrlich sind, Extremsituationen sind nicht unsere Alltagserfahrung. Sondern wir können Toleranz üben in unserem Umfeld. Fangen wir doch bei unseren Nachbarn an, zum Beispiel, der mal wieder das Radio zu laut dreht oder den Grill im Garten anwirft oder Geburtstag feiert. Ja. Weil in diesem Umfeld finden wir das ja schon nicht einfach,
tolerant zu sein. Tolerant zu sein, dass Menschen sich anders kleiden. Ich gehe sehr gerne in die Oper und schon viele, viele Jahre, und ich habe so beobachtet, wie sich das verändert hat. Als ich anfing, in die Oper zu gehen, da war Abendgarderobe angesagt. Ja, heute kommen die Menschen in allen möglichen Kleidungsoutfits, wie das so schön heißt, in die Oper und haben ihren Spaß. Und das ist doch wunderbar und gut so. Und das beste Mittel gegen Intoleranz ist, wenn man mit Menschen spricht. Das ist das beste Mittel. Weil Toleranz drückt ja unser Verhalten gegenüber Menschen aus und nicht unser Verhalten gegenüber einer Tat oder einem Sachverhalt oder einer Ansicht. Sondern Toleranz drückt unser Verhalten gegenüber den Menschen aus, gegenüber der Person. Und wir üben Toleranz, indem wir Person und Ansicht trennen. Wir sind zuallererst Menschen. Und auf dieser Basis sollten wir ja miteinander klarkommen. Es geht darum, Fakten und Meinungen zu trennen. Man kann Toleranz auch in der Meditation üben. Wer unsere Meditationen kennt. Wir haben eine, da geht es um die Entwicklung von Positivität, von Freundlichkeit. Und da gibt es eine Phase, da wendet man sich einer schwierigen Person zu. Und in dieser Phase haben manche Menschen Schwierigkeiten, da überhaupt eine Person zu finden, die da reingehört. Ich habe keine schwierige Person in meinem Leben. Dann denke ich, nehmt eine Person, die ihr nicht leiden könnt. Ja, zum Beispiel, die könnt ihr nehmen. Oder was, die ein Verhalten an den Tag legt, wo ihr vielleicht Schwierigkeiten habt, das zu tolerieren. Dieses Verhalten. Ja. Oder nehmt einen Menschen, mit dem ihr nicht in Urlaub fahren würdet. Weil da findet man dann auch Ecken, wo man sagt, das kann ich tolerieren oder nicht. Es fängt dann schon bei der Zahnpastatube an. Auf dem buddhistischen Weg geht es um Wahrheit, um zu sehen, was ist. Und Toleranz bedeutet, in dem Zusammenhang auch offen dafür zu sein, dass die eigene Sicht falsch sein kann. Und damit kommen wir zum dritten Aspekt von Kushanti, nämlich zu dem Aspekt von Offenheit. Offenheit, Empfänglichkeit, manchmal auch Rezeptivität genannt. Weil dieser Aspekt von Kshanti ist die Übung, um gegen das Anhaften von an Ansichten sozusagen zu arbeiten. Wir haben alle Ansichten. Zu allen möglichen Themen des Lebens haben wir Ansichten. Und diese Ansichten sind vielfach ein Hindernis für unsere Lernbereitschaft. Wir glauben schon, alles zu wissen. Mit unserer Lebenserfahrung. Unsere Ansichten erklären alles. Wir müssen uns aber eigentlich klar machen, dass die Ansichten selten von uns selbst stammen. Die meisten Ansichten, die wir haben, haben wir gelernt, sind uns anerzogen, sind gesellschaftliche Normen. Vieles, was wir gehört oder gelesen haben. Und Offenheit hilft uns, in dieser Hinsicht befreit zu werden von solchen festen Ansichten, die eigentlich nur ein Hindernis sind. Weil auf dem Weg müssen wir bereit sein zu völlig neuen Erkenntnissen. Das heißt, wir können Erfahrungen machen, wir können Gefühle, Gedanken haben, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen, die alles auf den Kopf stellen. Wir müssen lernen zuzuhören. Damit beginnt Offenheit. Wie oft sind wir mit den Gedanken schon woanders, wenn unser Gegenüber noch spricht? Wir vollenden schon den Satz, den er noch gar nicht zu Ende gesprochen hat in unserem Geist. Haben auch schon Antworten und Ratschläge bereit, obwohl er eigentlich nur jemand braucht, der zuhört. Ein offenes Ohr wäre da angemessener. Zum Zuhören gehört auch, sich zu fragen, ob ich das Gehörte auch wirklich verstanden habe. Oder nur halb. Also, dass ich vielleicht mal nachfrage. Das ist, glaube ich, nicht so üblich. Man könnte ja in diesen Ruf kommen, ein bisschen dumm zu sein. Vielleicht könnte die Frage ja auch als dumm verstanden werden. Ja, sind da vielleicht ein bisschen zu stolz dazu.
Dabei ist Nachfragen sozusagen ein Ausdruck, lernen zu wollen. Ja? Wirklich verstehen zu wollen. Und zur Lernbereitschaft gehört auch die Akzeptanz von Hierarchie. Die Akzeptanz von Hierarchie. Und zwar in dem Sinne, dass es Menschen gibt, dass wir das anerkennen, die mehr können, mehr wissen als ich. Die mehr Erfahrung haben als ich. Und die bereit sind, mir von ihren Erfahrungen was beizubringen. Oder aus ihrer Erfahrung was beizubringen. Im spirituellen Leben heißt das oft spirituelle Hierarchie. Also ich bin froh, dass ich Lehrer habe hier, die viel mehr Erfahrung haben als ich, von denen ich lernen kann, zu denen ich gehen kann, mit denen ich sprechen kann, meine Ansichten hinterfragen kann, ob die denn wohl so richtig sind, mit meinen Erfahrungen zu ihnen kommen kann, um darüber zu diskutieren und zu sprechen. Ja. Das ist doch ganz hilfreich. Es gibt einen Perspektivwechsel, wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche. Und das lernt. Ich mache dann Fortschritte. Und diese Offenheit erfordert auch Mut. Weil wenn ich offen bin, zu völlig neuen Erkenntnissen bereit, dann bedeutet das ja, dass ich ein Risiko eingehe. Ich weiß ja nicht, was kommt. Es gibt keine absolute Sicherheit. Und es wäre nicht das erste Mal, dass das Leben nach einer Erkenntnis ganz anders aussieht als vorher. Es bedeutet auch, offen zu sein für Kritik. Auch wenn es unangenehm ist. Offen zu sein für Selbstkritik. Sich zu hinterfragen. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, empfänglich zu sein für Lob. Auch das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Wie oft wiegeln wir ab, ach, das war nicht der Rede wert. Brauchst du dich dafür bedanken, ist doch nicht so. War doch gar nichts. Auch dafür empfänglich zu sein, dass man Dinge gut gemacht hat. Und Offenheit bedeutet auch, sich in Demut zu üben. Sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ist nicht so einfach, wie ich finde, Demut zu üben. Aber es hilft, nach meiner Erfahrung, wirklich seine eigenen Ansichten erstmal hinten anzustellen und zu hören, was der andere zu sagen hat. Also für Offenheit müssen wir wach sein, brauchen Energie. Dann können wir zuhören. Wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasse, die Hauptaspekte von Kshanti, dann kann man sagen, Kshanti hat die Aspekte von Geduld, von Nachsicht, Toleranz, Offenheit und die Fähigkeit zur Vergebung. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Geduld üben können. Im Alltäglichen, angefangen beim Wetter, über uns selbst, in Form unseres eigenen Körpers, über unsere Haltung, unsere eigenen Fehler und unsere eigenen Schwächen, aber auch im Umgang mit anderen. Geduld üben kann man auch systematisch im Rahmen von Meditation. Und wenn wir ein bisschen Erfahrung haben, mit Geduld zu üben in kleineren und weniger problematischen Situationen, dann fällt es uns auch leichter, Geduld zu üben, wenn die Situation mal nicht so einfach ist. Und abschließen möchte ich mit einem Gedicht. Ich weiß leider nicht, wer der Autor dieses Gedichtes ist. Und als ich den Untertitel gelesen habe hier, wo das herstammt, das stammt nämlich aus dem Büchlein Immergrün, was immer das ist. Es ist eine Auswahl deutscher Lyrik für junge Mädchen. Aber das Gedicht ist dennoch, finde ich, sehr treffend für das Thema Geduld. Geduld ist nicht die tatenlose Stille, die kraftlos trägt, was sie nicht hindern kann. Die dumpfe Schwäche, deren eigener Wille nur schweigt, weil ihr zu mühevoll die Bahn. Nicht jenes willenlose sich ergeben, weil Widerstand doch nichts erreichen mag. Geduld ist nicht dies träge, müde Leben, dies Leiden
nur der Last von Tag zu Tag. Geduld ist eine Kraft, die überwindet. Sie kennt den Weg, ihr Ziel, das ist gewiss. Geduld ist Mut, der seine Bahnen findet, ob oft in Dornen auch das Herz zerriss. Sie fasst die Last, die aufgegeben. Sie sinkt darunter nicht, sie hebt sie auf. Entgegen tritt sie kühn und frisch dem Leben. Wie sie begann, beendet sie den Lauf. Geduld ist Frieden, der im Kampf nicht scheidet. Geduld ist Freude, die im Leid nicht stirbt. Geduld ist Mut, der nie ein Opfer meidet. Geduld ist Jugend, die kein Herbst verdirbt. Geduld ist unermüdlich, ohne Klage. Sie hat sich ihren Weg nicht selbst gewählt. Doch findet ihre Last sie alle Tage, stark und gesund, bereit und gestählt. Geduld dringt durch, und sei es mit 1000 Wunden. Sie lässt sie heilen, denn sie trägt sie still. Sie hat schon auf dem Weg ihr Ziel gefunden, weil sie nichts weiter will. Sie hört nicht auf zu glauben und zu lieben, wenn alles schwindet, alles bricht und weicht. Dann aber ruht sie aus, wenn sie dort drüben all ihre Hoffnung ewig fand erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören.